Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Starfield. So, machen wir mal da weiter, wo wir aufgehört haben. Ich habe jetzt natürlich die Waffen schön modifiziert. Das bedeutet, wir haben jetzt eine Mikrogun, naja, des wunderschönen modifizierten. Die Pacifier habe ich natürlich auch nochmal einen Schalldämpfer verpasst. Hat leider nur für die Flechten-Munition gereicht. Aber dafür hat die Shoti schon die scharfe Munition bekommen. Und ebenfalls einen Schalldämpfer. So, das heißt, wenn wir sneaken, können wir jetzt sogar mehr Schaden mit diesen Waffen machen. Mega geil, mega geil. Ich finde das sowieso geil, dass du auf der Minigun einen Schalldämpfer bauen kannst. So, aber jetzt gucken wir mal. Wir haben ja hier nochmal so ein bisschen Questen. Wir gucken aber jetzt, dass wir hier den Werten Percival rausfinden. Das heißt, wir gehen jetzt nach Sol, in dem Fall zu Mars und einmal nach Cydonia. Wir werden ja dann sowieso ein paar Gegner plätten müssen. Das heißt, wir machen jetzt die Terramorphs fertig. Ich denke mal, ich bin Achtung, gut gewappnet mit der Waffe. Fraktionsmarkierungen oder registrierter Hersteller negativ. Während Durchführung des Scans Kurs halten. Wenn bei diesem Ding überhaupt ein Scan funktioniert. Ne, nun komm, mach dir ne. Ich will, erledigt. Auf Cydonia einmal landen. So, dann würde ich auch sagen, gucken wir vielleicht, dass wir noch die eine oder andere Quest nochmal nebenbei mitnehmen. Ich glaube, das dürfte vielleicht nochmal ein paar EP und nochmal ein bisschen Geld geben. In Cydonia gibt es jetzt nicht allzu viele Questen, die man jetzt machen muss. Aber, naja, so ein, zwei Questen können wir nochmal machen. Und wir werden uns auch ein bisschen wie ein Arsch verhalten. Aber nur so ein bisschen, weil es ist das Arsch-Universum. Mal sehen, wie lange, unsere werte Dame hier mit uns mithalten kann. So, aber jetzt schnell Gas geben. Thermoparasiten in den Antrieben, Parasiten auf der Hülle und im Grafantrieb. Das würde dann wohl die Ausfälle erklären. Ja, das würde eure Ausfälle erklären. So, die Rattler kann ich eigentlich nochmal verkaufen. Ich habe nämlich hier nicht wirklich leer gemacht. Deswegen gucken wir hier nochmal. Ah, für 600, ja, kommen die 11. Haben wir noch irgendeinen Müll an sonstiges? Ja, guck mal. Ein Feuerlöscher regelt immer. Was kostet mich der Spaß? Das dürfte eine mittlere fünfstellige Summe werden. Wir werden natürlich jetzt auch nochmal für die guten Sachen ein bisschen Munition holen. Ja, irgendwie freue ich mich schon drauf, mit der Minigun durch die Gegend zu eiern. Nachteil 777er. Also 7,77. Ist zwar relativ leicht bei den Händlern in fast voller Munition, also einmal Munition nachladen zu kaufen. Ich habe neulich dennoch werden wir das ordentlich verknallen. Es gibt keine Arbeit. Aber müssen wir gucken. So, jetzt rennen wir erstmal zur Handelsaufsicht. Glaubst du, es gibt Menschen, die gerne hier leben? Lass dir Zeit. Und wenn du Hilfe brauchst, frag mich einfach. Jo, hey, was geht ab? Willst du hier bei der Handelsaufsicht ein bisschen einkaufen? Ich bin Manaki. Falls du irgendwelche Fragen hast, gib einfach Bescheid, ja? Ja, das machen wir hier. Cool, das machen wir hier. Ich mag ihn so. So, wir gucken auch gleich nochmal nach ein bisschen was anderem. Jetzt gucke ich nochmal, haben wir hier noch, ja, wir haben hier noch Ekliptik, wir haben hier noch einen Helm, wir haben hier noch einen Anzug und wir haben hier noch Kleidung. Ja, hier kannst du die alten Moby Dick Bücher auch gerne mithaben. Sonstiges können wir auch nochmal verhökern. Oh, siehst du, werde ich doch wieder ganz leicht, wie eine Feder. So, mehr habe ich jetzt hier nicht. Ich habe hier aber noch jede Menge drin. Oh, ich habe nicht alle Ressourcen mitgenommen. Naja gut, kann passieren. Nicht so weiter wild, sind jetzt nur 8. Ja, ist ein bisschen Kleinkram. Ein bisschen Kleinkram ist nicht so schlimm. So, geben wir ihnen erstmal hier die ganzen Notizen. Dann geben wir dir die werfbaren Granaten. Dann nochmal die Kleidung. Die Rucksäcke und die Anzüge passen nicht ganz. Das heißt, jetzt können wir erstmal kaufen. Schrotflintenpatrone nehmen wir mit.
Wir nehmen natürlich auch die. Na, siehst du, eine mehr. Also einmal nachladen und eine mehr. So, dann brauchen wir die Höhlen los. Und nehmen wir sonst noch was mit? Ja, hier die Elfer können wir nochmal mitnehmen. Die Granaten können wir auf jeden Fall mitnehmen. Und... Ne, komm, ich nehme nochmal die MI mit. Die MI dürften eigentlich auch nochmal ganz cool sein. Ich kann hier nochmal kurz gucken, ob du ein Medipack hast. Ja, 3 Stück. Die werden jetzt immer wichtiger. Und ich kann nochmal gucken, ob du die guten Ressourcen da hast, die wir noch brauchen. Polymer vor allen Dingen, aber nee, hast du nicht. Gut, dann kaufen wir jetzt noch die MI, also die 50er MI. Das ist auch für Late Game, aber egal. Bezüglich eigentlich für Mid Game, weil wir machen das ja, denke ich mal, im direkten Anschluss. Jetzt können wir uns nochmal das Geld wiederholen, was du uns hier abgezieht hast. Ich habe hier noch so ein paar Waffen. Dürften dich interessieren. Können wir auch wegmachen. Ja, ich behalte sie mal auf. Sie ist modern, ja. Aber ich werde jetzt nicht mehr jede Waffe in weiß aufbehalten oder in grün. Guck mal hier, die kannst du auch nochmal haben. So viel ist sie nicht wert. Passt. Komm gerne wieder. Ja, komm ich. Oh, ich erschrecke einfach immer noch jedes Mal vor der Warnsirene. Okay, sprich mit Trevor. Rechnung erhältst du im... Oh, du willst gar nichts ausliefern. Angeblich arbeitet hier ein Mann namens Walker. Arbeitete. Dr. Walker ist schon seit einiger Zeit nicht mehr hier angestellt. Ein Jammer. Wir hatten sehr große Hoffnungen an Percival gesetzt. Ich habe ihn für medizinische und biologische Beratungen herangezogen. Nicht das, was die Handelsaufsicht normalerweise macht. Aber wir dachten uns, es hätte das Potenzial, eine ganz neue Art von Einnahmen zu generieren. Ich habe jede Menge Eigenkapital in das Vorhaben investiert. Aber nach einem Problem beschloss er zu verschwinden. Ich vermute, die Miner haben ihn versteckt. Dieser Felsen hier hat ziemlich viele Spalten. Aber das ist wahrscheinlich auch am besten so. Ich kann versuchen, ihn zu finden. Nicht nötig. Die Handelsaufsicht hat kein Interesse daran, derart unzuverlässige Personen zu beschäftigen. Aber wenn du ihn dazu bringen könntest, seine Schulden zu begleichen, wären wir dir zu größtem Dank verpflichtet. Nur dieses eine Mal? Ich weiß nur zu gut, dass es schwierig sein kann, wieder aufzuhören, wenn man der Handelsaufsicht einen Gefallen tut. Ich treibe kein Geld ein, ich muss nur wissen, wo ich ihn finden kann. Ja, nicht alles muss eine Transaktion sein. Schade. Vielleicht könnte ein kleiner Vorschuss dein Interesse wecken. Geh zum Sixth Circle, eine Bar auf der untersten Ebene der Stadt. Falls jemand in Cydonia weiß, wo Percival ist, hält sich diese Person dort auf. Teilchen-Detonation bevorstehen. So, bitte lose Gegenstände sichern, selbst Halt suchen oder sitzen bleiben, sollte es zu unvorhergesehenen Beben kommen. Detonation in 5, 4, 3, 2, 1. Sehr praktisch, das abzutreten. Das Broken Spear ist oben. Lass dich da vorlaufen. Hier haben nur Devils-Veteranen und Co. Zutritt. Adrian Zanon schickt mich. Ich suche nach einem gewissen Walker. Doc Walker? Tja, da bist du auf dem Holz. Oder, warum sagst du mir nicht einfach, was jemand wie du von Walker will? So oft kommen keine Topsider in meine Bar und behaupten, Leute zu kennen. Was willst du von Dr. Walker? Du versteckst Walker. Ich begleiche seine Schulden, wenn du den Kontakt herstellst. Eine ziemlich kühne Behauptung. Aber wenn du Percival helfen willst, wäre ich vielleicht bereit, mich erkenntlich zu zeigen. Der Freund eines Devils ist Freund aller Devils. Mal sehen, ob ich die Schulden begleichen kann. Schön zu hören. Also, meine Meinung dazu.
Der direkteste Ansatz wäre, einfach bei der Aufsicht reinzuspazieren und die Schulden gleich zu begleichen, falls du Credits hast, die du nicht brauchst. Angeblich speichert die Aufsicht ihre gesamten Unterlagen und Inkasso-Dateien auf einem zentralen Server in ihrem Lagerraum. Wenn da jemand einbrechen und Percivals Schulden auf, sagen wir mal, ein paar akzeptable 100 Credits anpassen würde, könnte ich die Kosten gerne übernehmen. Und unter uns Freunden von Percival, in Cydonia, gibt es jede Menge Wartungstunnel und Kriechräume. Würde mich nicht wundern, wenn einer davon direkt in den Lagerraum der Aufsicht führt. Zum Beispiel mit einem Eingang hinter dem Broken Spear. Die brauchst du dann auch noch. Also, willst du losziehen und Dr. Walker helfen? Ja, möchte ich. Hey, du, Percivals komischer Freund, komm her. Nee. Diesmal nicht. Es wird, dass Cydonia Graffiti frei bleibt. So. Statt Fahrstuhl nehmen wir lieber den eigenen Jetpack. Und dann gucken wir mal, dass wir in den Broken Spear kommen. Der ist ja gleich hier oben. Was gibt's? No, alles, was nicht fest ist. Tut mir leid, Tia. Ich versuche es beim nächsten Treffen wieder, aber es sieht schlecht aus. Kommst du etwa mit deinen Aufgaben nicht zu? Wollen wir hier nicht irgendwie rein? Nee, ne? Nein, nein. Viele Leute Quatsch. Glauben, die Psychologie es wäre nur gut, um frühere emotionale Traumata zu behandeln. Ah, von hier aus. Aber sie eignet sich auch zur Prävention. Sei bei den Minen vorsichtig. Aktive Schächte betrittst du auf eigene Gefahr. Ja, ich muss jetzt erstmal gucken, wie. Das haben wir ja hier noch nie gemacht. Wo ich jetzt genau hin muss. Gut, gucken wir mal. Tipps. Nehmen wir mal. Der passt so leider nicht rein. Soll aber reinpassen. Ach so. Dann bräuchte ich nur noch einen über den Eck. Dann passt das schon mal. Nee. Hä? Soll doch reinpassen. Ich sehe gerade. Achso. Dann bräuchten wir noch einmal so einen. Der ist zu groß. Der passt. Wie schnell kriegst du das hin? Sehr schnell. Ah, nicht interessant. So. Walker, da haben wir ihn doch. So, Tool. Nur für offizielle Nutzer der Handelsaufsicht. Dieses Tool ist nur für den Leiter der lokalen Handelsaufsicht gedacht. Alle anderen Nutzer benötigen die schriftliche Zustimmung der Handelsaufsicht. Um den aktuellen Kreditschulden des Kontos zu überschreiben, bitte den bevorzugten Betrag aus der Liste wählen. 100 Credits. Mama, ein Credit. Konto aktualisiert. Beträgt das jetzt wirklich ein Credit? Wird erwartet, wird... Aha, okay. So. Ah, Traumapack ist Diebstahl. Dum-di-dum-di-dum-di-dum-di-dum. Dum-di-dum-di-dum-di-dum. Ich würde sagen, wir haben jetzt ein Credit ausgegeben. So. Ja. Ich habe das Terminal der Handelsaufsicht gehackt. Ich nehme jetzt die Credits. Das sollte man nur nicht zu laut hinausposaunen, aber gute Arbeit. Hier, hol unseren Mann aus seinem Loch. Okay. Gut. Hab gehört, wie du mit Lou geredet hast. Du hilfst also Dr. Walker?
Ich werde es versuchen. Na gut, gut. Percival ist ein guter. Pass auf, ich weiß, wie du das hinkriegst, ohne irgendwo einbrechen zu müssen. Zu spät. Wässriger Hämatit. Der Mars ist voll davon. Die Leute halten ihn für Müll. Aber Percival und ich haben an Projekten in den Tiefminen gearbeitet. Zumindest als er noch nicht für die Handelsaufsicht geschuftet hat. Aber wir wissen, wie man ihn nutzbar macht. Und profitabel. Wenn du Octai bei der Aufsicht unsere Forschung gibst, müsste das Percivals Schulden mehr als begleichen. Der sucht immer nach Vorteilen für sich. Klingt ja recht einfach. Ja, das wäre es auch. Es gibt nur ein Problem. Wir konnten die Forschung nie abschließen. Spacer haben sich eingenistet und uns vertrieben. Oh, ich weiß, was dann kommt. Aber wenn du sie beseitigst, kann ich dir zeigen, wie du die Forschung fertigstellst. Dann kannst du sie der Handelsaufsicht geben und die Leute haben wieder Arbeit in den Tiefminen. Es gibt wieder Jobs. Ich werde ein moderner Volksheld und muss nicht mehr auf einem aufgeblasenen Raumanzug schlafen. Gut, sag mir einfach, wo die Mine ist. Ja, ja. Der Zugang zu den Tiefminen liegt außerhalb der Stadt, ist nicht weit. Du musst wahrscheinlich nicht mal dein Schiff nehmen. Wir waren beim Hauptbohrer. Wenn du den Spacer-Anführer ausschaltest, dürfte der Rest die Botschaft verstehen und sich verziehen. Melde dich danach über das Kommfeld bei mir. Dann kann ich dir zeigen, wie du die Forschung zu Ende bringst. So, jetzt will ich mal gucken. Also Spacer-Boss... Können wir uns ein wenig unterhalten? Ja, komm. Danke, dass du mir die Chance gegeben hast, mit dir zu arbeiten. Wir sind uns unter ungewöhnlichen Umständen begegnet. Du scheinst dich gut in der Constellation einzuleben. Arbeitest du gerne mit ihr? Es ist immer schön, mit alten Freunden zu arbeiten. Ah, du kanntest einige Mitglieder schon? Ich nicht. Für mich ist das alles gänzlich neu. Du bist zu einem wichtigen Mitglied der Organisation geworden. Das ist ein Zeugnis deiner Fähigkeiten. Darf ich es wagen? Nach allem, was du gesehen hast, findest du, ich passe gut zur Constellation? Du bist zweifellos einzigartig. Das kann ein Kompliment sein oder aber ein Versuch, der Frage auszuweichen. Ich werte es als Ersteres. Ich habe einen ganz anderen Hintergrund als die übrigen Constellation-Mitglieder. Ich bin anders. Und ich habe Sorge, dass die anderen das nicht übersehen können. Ich habe nicht viel erzählt, aber jeder weiß, dass ich jahrelang mit Schmugglern gearbeitet habe. Gewalt und Tod sind mir vertraut. Du hast gewiss nur getan, was du tun musstest. Ja, exakt. Ich habe überlebt. Das war das einzige Ziel. Wer das nicht selbst erlebt, kann es sich nicht vorstellen und nicht akzeptieren. Die anderen haben Konflikte nur aus nobleren Gründen erlebt. Wladimir ist der Einzige hier, der es ein wenig verstehen kann. Er hat die anderen auch überzeugt, mich aufzunehmen. Mir fehlt sein Charme. Er hat eine beruhigende Wirkung. Ich wohl eher das Gegenteil. Vertrau mir, du hast viele Qualitäten. Das ist nett von dir. Du hast auch einige Qualitäten. Es fällt mir schwer, Zuneigung auszudrücken. Aber danke. Von Herzen. Ich weiß, es mag trivial erscheinen, vielleicht kindisch. Ich war einfach immer auf mich allein gestellt. Ich war nie zuvor derart von Menschen umgeben. Von einer Gruppe, zu der ich gerne gehören möchte. Verstehst du? Ich war auch immer ein einsamer Wolf. Und doch arbeiten wir jetzt zusammen. Und zwar, wie ich finde, sehr gut. Es fällt mir oft schwer, über diese Dinge zu sprechen. Mich anderen gegenüber zu öffnen. Danke für dieses Gespräch. Es ist schön, dass zumindest ein Mitglied der Constellation mich versteht. Okay, gut.
Wir haben mal keinen Instant-Korb gekriegt. Sie hat einfach mal das Flirt-Kompliment angenommen. Hört sich doch gut an. So, aber jetzt gehen wir mal die Schulden beseitigen. Ein Credit. Ja? Gibt's noch was anderes? Ich will Percivals Schulden begleichen. Ach, wirklich? Sehr gut. Dann zeig mal her. Ich hatte eine andere Zahl im Kopf. Der Zentrale tut der alte Mann wohl leid. Hier, sein Kontostand. Das dürfte dich nicht in Bedrängnis bringen. Credit sein, ja. Damit sind Percivals Schuld beglichen. Dann wär's das wohl. Dr. Walkers Schulden sind jetzt offiziell nicht mehr unser Problem. Vielen Dank. Oh, und wenn du ihn findest, sag Percival, dass ich mich sehr darauf freue, nie wieder mit ihm zusammenzuarbeiten. Ja. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir trotzdem das wässrige Hämatit noch kriegen. Weil das würde mich ja jetzt interessieren. Eigentlich dürften wir es jetzt nicht mehr kriegen, ne? Aber, ja, schauen wir mal. Oh. Achso, ich soll ja mit Lou reden. Ja, gut, der ist unten. So, das war nur der Aufzug, der mir angezeigt worden ist. Ja. Ich habe mich um Percivals Schulden bei der Handelsaufsicht gekümmert. Wirklich? Gut gemacht. Dann bin ich jetzt wohl an der Reihe. Er ist im alten Red Devils Hauptquartier. Da wurde nach der Auflösung unserer Einheit alles verriegelt, aber wir haben ihn durch die Tiefminen reingebracht. Gut, dass du dahin gehst. Kurz nachdem Percival hin ist, haben sich dort auch einige Spacer eingenistet. Ich erwarte nicht, dass ihm vorher die Rationen ausgegangen wären, aber er weiß es bestimmt zu schätzen, dass er nicht rausfinden muss, ob er genügend hatte. Hier, der Zugangspass. Ich lasse ihn wissen, dass du auf dem Weg nach unten bist und er dir ein fettes Dankeschön schuldet. Okay, so, finde Percival. Jetzt wollen wir mal gucken, ich brauche ja die globale Karte. Aber die kriege ich jetzt nur draußen, ne? Na ja, gut, komm. Wir flitzen jetzt einmal hier hoch. Ich glaube, das mussten wir zu Fuß erledigen. Einmal mussten wir es ja zu Fuß erledigen, damit wir dann da überhaupt hin können. Dann können wir da auch schnell reisen hin. Na ja, gut, ich habe ja hier, ne? Wir haben. Und die Spacer müssen wir so oder so machen. Ob wir jetzt nun einmal oder zweimal hin müssen. Schauen wir mal. Meine Schrotflinten warten. Bin mal echt gespannt, ob wir nah genug mit dem Schalldämpfer rankommen. Das würde mich ja echt interessieren. So, das war... Ja gut, 1000 Meter war das weit weg. Bei den verlassenen Minen. Ne, ich habe da noch nur noch ein Amp. Ah, das wird ein kleiner weiter Weg. Böser Sandsturm. Gut, einmal ein bisschen hinjetten. Oh, Blei können wir nochmal entdecken. Und mein Schutz ist gleich aufgeraucht. Aber wenigstens hört das Piepen auf. Das heißt, wir können jetzt jederzeit eine Krankheit kriegen. Ist halt so. Ist eigentlich auch blöd, wie das hier so ein bisschen gerade nach oben geht. Aber na gut, können wir ja nicht ändern.
So. Dann wollen wir mal. Weiß gar nicht, waren hier schon Gegner? Ich glaube schon, ne? Im Vorraum, ja. Jeden Fall. Wow. Wir haben gleich nochmal das Level up, okay. Angriffe 30% ignorieren des Ziels. Ja, nehmen wir mit. Hallo? Ich. Das hat schon mal gut zweifachen Schaden gemacht. Okay. Einer weniger! Nicht so laut, alles gut. Ich rücke vor! Feuer! Du rückst vor? Sehe ich nicht. Noch nicht. Du hast keine Chance. Oh, 94? Da sollte ich ein bisschen vorsichtig sein. Sehr gut. Das Gift drückt dir ja gut was rein. Ach Mensch, ich komme hier nicht richtig drauf. Schade. So, einmal ein Medipack nehmen. Und jetzt nochmal stürmen. Was ist hier? Da rennt sie raus. So. Ja, Weltraumexperte. Nee, Weltraumexperte nicht so geil. Ich muss sagen, die Schrotflinten spielen sich schon nicht schlecht. Wir haben noch nicht den Schrotflintenpark drin, aber naja, Rüstung. Durchdringung kann schon mal ganz gut helfen, gerade bei den größeren Gegnern. So, dann machen wir mal hier unten rein. Ah, der erste mit Stealth ging eigentlich ganz gut. Ich dich mal nochmal im Stealth versuchen. Bleiben wir wachsam und gehen besser davon aus, dass wir die Spacer wiedersehen. Ja. Und ihr habt mich jetzt schon gesehen? Wir müssen uns zurückziehen. Oh Gott, das war ja jetzt so viel zum Stealth-Thema, ne? Oh, mein Arm! Scheiße, es tut weh! Verdammt, muss nachladen. Schon wieder einer. Okay. Zusätzliche Munition wäre fein. Die ist immer gut. Ja. Jetzt haben wir nochmal einen Dash gekriegt hier. Vorsicht! Bin doch vorsichtig. Jedenfalls probiere ich vorsichtig zu sein. Ich höre nichts. Du hörst nichts? Doch gut, wenn du nichts hörst. Na, Schild ist schon nützlich. Nicht nur praktisch, sondern auch nützlich. Du stirbst heute. So. Bloß das Gewabber vor einem macht so ein bisschen diesig. So, dich noch. Verdammt, soll's und sein. Dich noch. Du hast keine Chance. Weg, Leute! Weg! Genau. Einfach nur weg. So, jetzt haben wir nochmal die Perser. Wo bist du hingerannt? Meinst du, du entkommst oder was? Oha, bin gleich reingelaufen, das war schlecht. Na, Amp brauchen wir jetzt nicht, aber Boba-Tee könnte ich mir nochmal drücken.
Und jetzt nehmen wir das Blend. So. Das Gift scheint dir ja zu schmecken. So. Gut, haben wir den nächsten? Scheinen die zu sein, ja? Na gut, hier komme ich jetzt nicht hoch. Wir müssen kurz aufs Schild warten. Na komm, ich nehme nochmal Medi und dann. Mit dir wird es im Kampf nie langweilig. Batz, batz, batz. So. Dann haben wir den anderen. Der versucht jetzt schon wieder stiften zu gehen. Ich glaub's nicht. Du bist tot. Rennst aber von mir weg. Hä? Wo denn hin? Immer noch unten? Mehr in Sicht. Ach, hier ist er. Er ist irgendwo hinten hingelaufen. Na, über mir. Wo wolltest du denn hin, mein Freund hier? So, jetzt können wir erstmal Happy Looting machen. Aber sah jetzt nicht so aus, als wenn da jetzt irgendwie was Cooles mit bei war. Veredelt schwere Waffe, Backstorm. Okay, jetzt kriegen wir noch eine schwere Waffe. Medi-Deep hatte sie sogar. Berserker. Ich werde ja mehr auf Panzerung gehen, also eigentlich eher Berserker wieder schlecht. Zumal ich stelle mir Berserker sowieso noch mal ein bisschen schlecht vor, wenn man jetzt zum Beispiel die Ränge dafür nimmt, die man kriegen kann mit der Schadensresistenz und so. Das könnte alles ein bisschen schlechter werden. Aber na gut. Böser Thermoparasit. Wird nicht zum Terramorph. Noch nicht. Hallo Spacer! Weiß ich, irgendwie macht er mit Schrotz gerade richtig Laune hier. Aber ich will jetzt einmal wenigstens kurz ausprobieren. Also ich sag mal so, zum Schreddern perfekt. Ist das cool. Ja. Okay, jetzt haben wir keinen Stealth-Vorteil mehr, aber egal. So. Nehmen wir mal kurz das Trauma-Pack. Bild dürfte gleich auch sein, ja. Aber jetzt nehmen wir nochmal das zweite. Magische Fest! Ach, mehr hast du nicht drauf! Feuer frei! Ja. Zack. Erweitertes Magazin-Schotti.
Anstachelnde Tanto. Auch nicht so das Wahre. Oder Gelbe vom Ei. Wir hatten aber hier noch eine Leiche eigentlich, ne? Nee. Noch eine haben wir gerade nicht. Das war dein letzter Fehler. Nee, noch nicht. Das soll wehtun. So, wo bist du hin? Lösch sie aus! Das hört sich an, wenn man das Ding auf Automatik spielt hier. Gut, haben wir auch hingekriegt. Jetzt könnten wir ja rein theoretisch, also hier ist ja das Labor, ne? So, mit diesem Labor haben wir hier einmal einen Cutter gekriegt, ja. Aber es wird mir jetzt nicht erklärt, wie wir das jetzt hier machen können, ne? Weil ich die Quest nicht genommen habe. Gut, klar, wir haben es jetzt mal anders gemacht, um einmal mal zu gucken. Jetzt fehlt mir halt Pick Me Up. Ich kann hier nichts weiter machen. Was ein bisschen schade ist. Aber wir kriegen nochmal ein Furious. Wir müssen nicht die ganze Galaxie mit uns herumschleppen. Warum nicht? Wir nehmen das ganze Universum mit. Naja, aber wie gesagt, das wäre noch schön gewesen. Aber gut, habe ich mir ja schon gedacht. Jetzt haben wir Gewissheit. Ich kann da leider drinnen nichts mehr machen. Ist jetzt mal für einen Run nicht so krank schlimm, würde ich sagen. Das heißt, wir haben auch keine Verwendung für wässrigen Hämatit. No. So, hier war das. Jetzt eigentlich nur noch einmal durchlaufen hier. Blups. Wir sogar noch planetare Strahlung ab hier. Einmal quer hier durch. Gucken wir mal, dass wir nochmal ganz fix eigene Atmosphäre machen. Aber wir können richtig gut abkürzen mittlerweile. So. Alle hops. Das war jetzt wirklich eine mega Abkürzung. Du hast mich also bei der Handelsaufsicht aus den roten Zahlen geholt? Ich weiß das zu schätzen, bezweifle aber, dass du mir einfach nur einen Gefallen tun wolltest. Erklärst du mir jetzt, warum du ruchlose alte Männer belästigst, indem du ihnen ihre mühsam erarbeiteten Schulden nimmst? Dr. Walker, ich muss eine Gewebeprobe analysieren lassen. Vollständig. Eine Gewebeprobe? Deswegen bist du hergekommen? Müssen ja verdammt wichtige Zellen sein. Sagst du mir, was ich mir da ansehen soll? Terrormorph-Zellen. Von einer Welt, die zu jung dafür ist. So ein Terrormorph ist besorgniserregend. Für wen genau überbringst du diese Probe? Adrian Sanon. Adrian? Von ihr? Von ihr hast du die? Wenn sie dich den ganzen Weg halt zurücklegen lassen. Gehen wir rein, das muss ich mir ansehen. Na denn? Sind ja sowieso ein bisschen schneller. So, dann geht er hier runter und hier stellt er sich hin. Ist halt cool, wenn man Sternblutwissen hat. Ich würde dich bitten, nichts anzufassen. Hier laufen gerade einige Projekte und ich hatte keine Gäste erwartet. Oh, und Lou meinte, du hättest die Schulden beglichen. Du könntest ja auf was Angemesseneres herunterhandeln. Schön zu sehen, dass es jemand der Aufsicht mal mit gleicher Münze heimzahlt.
Alles fertig. Dann blicken wir doch mal in diesen Abgrund. In Ordnung. Die zellularen Marker sind getaggt. Moment. Wo sind die Marker? Das kann nicht sein. Diese Probe, das ist Londinion. Das muss ich alles auf eine Slate übertragen. Du hast die Probe wirklich von Hadrian und belügst mich nicht? Falls das nämlich ein Schwindel wäre, und das wäre der beste, den ich je gesehen habe, wäre ich sauer, aber auch ziemlich erleichtert. Die Probe ist echt. Ich habe sie persönlich von einem Terramorph entnommen. Nimm doch Rücksicht auf mich. Diese Probe weist alle Anzeichen des schlimmsten Terramorph-Angriffs der Geschichte auf. Von Londinion hast du schon gehört? Ja, da klingelt was. Londinion war eine Stadt. Sie wurde von Terramorphs ausgelöscht. Die Schwärme waren so schlimm, dass der Raumhafen gesprengt wurde, um die Stadt von der Galaxie abzuschirmen. Nur wenige Proben aus der damaligen Zeit haben den Planeten verlassen. Aber die, die wir haben, sehen genauso wie diese aus. Es gibt auch keinerlei Hinweise darauf, dass dieses Exemplar sich zu Lebzeiten je auf einem Schiff befunden hat. Ich glaube nicht, dass es nach Tau Ceti transportiert wurde. Es ist dort gewachsen. Und zwar unglaublich schnell. Wenn eine neue Ära der Beziehungen zwischen Menschen und Terramorphs beginnt, in der Angriffe wie in Londinion außerhalb von Londinion möglich sind, das wird nicht gut für die Menschen enden. Die Chancen zu überleben, geschweige denn eine Gesellschaft aufrechtzuerhalten, wären extrem gering. Du hast dieses böse Omen den ganzen Weg hierher gebracht. Sagst du mir, was du mit dem Ding vorhast? Die Befehle lauten, dich und die Analyse zu Hadrian zu bringen. Sie müsste im Six Circle warten. Im Circle? Ich könnte einen Drink vertragen. Hier, mit dem Aufzug kommen wir schneller nach oben. Eigentlich soll der nicht benutzt werden, aber besondere Umstände erfordern besondere Maßnahmen. Gehen wir. Okay. Dann gehen wir einmal nach oben. Müssen wir gleich mal gucken, dass wir uns nochmal fähig machen zu porten. Wie viel sind wir denn jetzt drüber? Ja, nicht allzu viel, nicht allzu viel. Ich reiß mich ja extrem am Riemen, weil die Rüstung kann halt noch nicht so wirklich was tragen. Wir könnten aber Schinken essen. Schaden und Bewegungstempo, regeneriert Gesundheit, heilt Infektion, Fernkampf, regeneriert dich von allen Leiden, ja. Können wir einmal einwerfen, wenn wir wieder voll sind. Aber ich habe sonst nichts weiter. Nichts, was irgendwie noch Traglast oder ähnliches gibt. Ne, leider nicht. So, haben wir jetzt eigentlich eine Abhängigkeit? Das sah ja so aus, als hätten wir noch eine Solarstrahlung, schlechte Luftqualität, Boba, Notfallkit. Stimulanzabhängig, siehst du, da fehlen mir die 20. Und Sauerstoff ist auch. Oh. Okay. Ich habe mich schon gewundert. 28 ist doch nicht eigentlich unser Dings. Aber wir haben hier... Ja, muss ich mir demnächst mal ein Heilmittel holen, ne? So, dann unterdrücken wir das mal für 10 Minuten, die Abhängigkeiten. Damit komme ich dann aber auch wieder zurück nach Cydonia. Ich hätte gleich zum Schiff nehmen können, dann hätte ich wenigstens nochmal ablegen können, ne? Wäre schlauer gewesen. Handelsaufsicht hat ja hier nichts mehr. Aber vielleicht reicht das ja aus, von hier aus auf Schiff zuzugreifen. Ja, passt. Wunderbar. Dann kannst du hier mal die Cutter haben. Die kannst du auch haben. Warunklinge, die Tanto war nichts. Die weißen Sachen wechseln wir jetzt aus. Nee, ich finde meine Shoti modern besser hier mit Elementar und umzingelt und Elementar. Deutlich angenehmer.
Das hier schreddert gut. Brauchst aber viel Munition. Deswegen, die packen wir weg. Die ist eigentlich bis jetzt auch mega genial. Bei der weiß ich nicht. Bei der weiß ich noch nicht. Berserker ist halt nicht das, was wir dann gut nutzen können. Deswegen kommt die auch weg. Also wäre dann nur normaler Schaden. Ist er ja hier nicht Fallout, wo Berserker dann halt einen Manus hat. Zum Glück nicht, aber trotzdem, es wäre ja sonst normal, ne? Und ja gut, wäre jetzt noch eine schwere Waffe, ich kann keinen Schalldämpfer drauf machen. Ballistisch ja, aber mehr auch nicht. Achso, ich bin noch nicht ganz fertig, Ich habe ja hier noch Anzüge und alles, die mich ein bisschen schwerer machen. Vielleicht sollten wir auch nochmal zum Arzt gehen. Ich weiß jetzt bloß nicht, wo noch der Arzt war in Cydonia. Es gab hier einen. Neon fällt mir jetzt einer ein, die Klinik fällt mir ein, mir fällt eigentlich viel ein, aber nicht der hier. Ja gut, müssen wir warten, bis ich zum Klinik oder so komme. Es fehlt uns natürlich 20, das war, weil ich die eine Droge halt mehrfach aus Versehen gedrückt habe. War jetzt nicht so klug. Klar, aber ist jetzt passiert. Jetzt müssen wir uns von der Abhängigkeit heilen. Ist eigentlich auch das allererste Mal, dass ich abhängig geworden bin. Und ich drücke mir ja sowas wie Herz oder ähnliches, drücke ich mir ja schon ein bisschen häufiger rein. Von daher. Hüte dich vor den Robotern. Arzt, Arzt, Arzt. Nee, Broken Spear war kein Arzt. Wir hatten ein Medicenter auch in Atlantic City und da müssen wir, glaube ich, als nächstes hin. Ist geil, hatten wir hier einen Arzt? Hatten wir hier einen Arzt? Ich wüsste jetzt gerade keinen. Ist sie das wirklich? Hadrian. Percival. Meine Güte. Du bist aber alt geworden. Du bist auch kein Küken mehr, Major. Ich habe deine Probe gesehen. Es reicht wohl, wenn ich sage. Nicht hier. Lass uns ein ruhigeres Eckchen suchen. Wir können nach hinten gehen. Na, dann gehen wir mal nach hinten. Die roten Augen sind ein Ehrenabzeichen, ja? Lou hat mir die Kurzfassung erzählt. Ich bin dir sehr dankbar, dass du dich um alles gekümmert hast. Ich auch. Hoffentlich war es dann letztendlich doch nicht so schlimm. Es war kein Spaziergang. Und das tut mir leid. Ich bin nur froh, dass ihr beide unversehrt geblieben seid. Also, habt ihr beide die Analyse hinbekommen? Hier ist sie. Diese Probe passt genau zu denen von Londinion. Londinion? Genau das hatte ich befürchtet. Es bereitet mir keine Freude, diese Nachricht zu überbringen, so viel steht fest. Also sag mir bitte, dass du einen Plan hast. Naja, zurzeit gibt es mehr Fragen als Antworten. Also habe ich versucht herauszufinden, wie wir an unsere alten Terrormorph-Daten kommen. Guter Anfang. Und was hast du gefunden? Sie sind im Archiv. Im Sperrvertrag-Archiv? Müssten wir uns dann nicht mit dem Kabinett rumschlagen? Und mit dem Freestar Collective? Und Haus Varun? Ich schätze, den Ansatz können wir vergessen. Ich dachte auch, das Kabinett würde uns nicht helfen. Allerdings habe ich ein paar Gefallen eingelöst. Sie hören uns unter zwei Bedingungen an. Sie wollen die Analyse sehen, die ihr durchgeführt habt. Und sie wollen besprechen, was auf Tau Ceti passiert ist. Mit uns beiden. Klingt, als wärst du nicht hinter Wald- und Wiesendaten her. Du schuldest mir eine Erklärung. Natürlich. Du sollst alles erfahren. Percival und ich waren nicht nur Forscher. Wir waren Militärwissenschaftler.
Wir führten eine Division der Colonies, die Aliens als Waffen eingesetzt hat. Mein Versteck war die Heimatbasis unserer Einheit. Nach ersten Versuchen in anderen Einrichtungen ist die Anlage zum Herz der UC-Xenokriegsführung geworden. Die Xenokriegsführung ist verboten, seit vor fast 20 Jahren der Sperrvertrag in Kraft getreten ist. Das UC-Militär hat uns damals entlassen. Ich hatte mich schon gefragt, ob du mir das überhaupt mal erzählen würdest. Oh, du wusstest es schon. Tut mir leid. Es schien mir nicht relevant zu sein und... Naja, ich bin auch nicht gerade stolz darauf. Aber während dieser Mission sollten wir für die Colonies den Schlachtfeldeinsatz von Terromorphs erforschen. Das Projekt lief nie wirklich an. Aber unsere Daten befinden sich jetzt im Archiv. Zusammen mit allen anderen Informationen, die nach dem Koloniekrieg verboten wurden. Unter dem wachsamen Blick von Beobachtern aller Fraktionen, die sich noch an der galaktischen Politik beteiligen. Aber wenn wir das Kabinett dazu bringen, uns auf die Daten zugreifen zu lassen, haben wir alles, was wir für die Entschlüsselung dieser Probe benötigen. Und können hoffentlich weitere derartige Angriffe verhindern. Toll finde ich es nicht, dass du mir was verheimlicht hast, aber ich kann dir wohl helfen. Mehr verlange ich auch nicht. Danke. Jetzt muss ich dafür sorgen, dass das Kabinett die Analyse erhält. Wenn das erledigt ist, treffen wir uns vor dem Mast in New Atlantis. Viel Glück. Ihr zwei werdet es brauchen. Ja? Kann ich helfen? Ja? Nee, helfen kannst du nicht. Wir düsen dann gleich nach New Atlantis einmal durch. So. Und gucken, dass wir dann halt erstmal ins... War das im Geschäftsdistrikt? Ich meine schon. Oh. Ich glaube, ich war ein bisschen zu schnell. Er wollte erst noch die Punkte verteilen. Und das Geld geben. Und EP und... Ne? Ich konnte New Atlantis nie als Zuhause sehen. Auch wenn ich das vielleicht sollte. Sergeant Yumi sucht nach verlässlichen Leuten. Sprich mit ihm, wenn du Interesse hast. Wir wüssten ja. Das zu schätzen. Ich weiß, dass ihr das zu schätzen wüsstet. Jetzt muss ich aber erstmal gucken, wo der Medizinmann ist. Wie anders du aussiehst. Wie anders ich aussehe? Das ist die Galbank. Irgendwo war das hier. Düsen wir hier einfach mal kurz ein bisschen durch. Aber ich glaube, das war im Wohndistrikt, ne? Abgerissen wurde, auch wenn die Diplomatie vorerst ruht. Das mag nicht die Absicht gewesen sein, aber es steht für Hoffnung. Mhm. Ah ja, sie errichten ein Denkmal für ihre Gefallenen, aber nicht für ihre Opfer. Alles okay? Wir sind hier, um zu helfen. Schön, dass ihr hier seid, um zu helfen. Oh, 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 oh. Ich weiß nicht, New Atlantis ruckelt das manchmal ordentlich, wenn er nachlädt. Aber auch nur hier hinten bei den Bäumen. Irgendwie... Die riesigen Bäume sind wohl wahrscheinlich das Problem. So, jetzt sind wir schon gleich bei der Constellation. Jetzt gucke ich mal. Ah, da fehlt noch was. Gehe ich nochmal kurz zum Geschäftsdistrikt zurück? Da muss ich mich ja nur umdrehen. Es fehlt nämlich das, der Wohndistrikt. Da müsste es da nämlich gewesen sein. Der ist ja auch ein bisschen weiter abseits. Ja, New Atlantis ist halt groß. Ist halt ein großes, großes New Atlantis. Was kann ich für dich tun? Gerade nichts. So, wir hätten hier einmal Waffen, dann war es Kleidung. Ich meine, hier war auch ein Arzt. Apollo Towers.
Hier hatten wir Essen. Wir hatten noch hier irgendwo einen blöden Arzt. Irgendwo war Medicals. Da lief ich schon öfters mal dran vorbei. Aber... Medical! Hier sind wir richtig. Wie komme ich hier rein? Wo kam ich hier rein? Hier vorne war das. Eine riesige Laufroute hier. So schlecht geht es mir gar nicht. Du gehst zu diesem Arzttermin. Punkt. Genau, du gehst zu diesem Arzttermin. Punkt. Gut. Hallo, Doktor. Der Großteil der Bürger hier in New Atlantis verlässt sich auf Reliant Medical. Unser Ruf spricht für sich. Willkommen bei Reliant. Wenn du medizinische Hilfe oder Medikamente benötigst, können wir dir sicher helfen. Ich brauche Hilfe, Doc. Wie kann ich helfen? Ach, das ist mir alles nicht neu. Lässt sich problemlos behandeln. Okay, heile meine Abhängigkeiten. Du wirst dich schon bald besser fühlen. Sieht alles gut aus. Ich brauche medizinisches Material. Tja, dann bist du hier auf jeden Fall richtig. Ja, du hast aber auch meistens nicht viel gehabt, aber Heilmittel nehmen wir mit. Herz nehme ich auch mit. Medipacks, ja, sind auch nochmal 6 Stück. Notfallkit könnte ich auch nochmal brauchen. Traumapacks nehme ich auch alle mit. Und ansonsten wüsste ich jetzt nicht, ob wir noch irgendwas brauchen, aber nee, ich glaube nicht. Wir könnten noch einen Entgifter mitnehmen, ne? Falls das nochmal passiert. Dann habe ich wenigstens einen. So, das war's. Pass auf dich auf. Ja, genau. Mach ich schon. Jetzt könnten wir eigentlich auch schon das nächste Level erreichen, am besten, wa? So. Dann gucken wir mal. Jetzt müssen wir einmal wieder zurück zum Mast. Alle. Hops. Captain, hier drüben. Die Daten liegen dem Kabinett vor. Sie werden uns benachrichtigen, sobald sie sich alles genau angesehen haben. Aber hör zu. Ich hätte dir nicht so lange vorenthalten sollen, wer ich bin. Also, um hier für volle Transparenz zu sorgen. Du solltest noch etwas wissen, bevor wir da hochgehen. Meine Beziehung zu den UC ist komplizierter, als es auf den ersten Blick aussieht. Die UC sind der einzige Grund, warum ich überhaupt hier bin. Ich bin ein Klon. Von einem gewissen François Sanon. Ehemaliger Flottenadmiral der UC im Koloniekrieg. Ehemaliger Leiter der UC Navy. Auch genannt Ve Victis. Bedeutet Wehe den Besiegten. Auf Erdzeitlatein. Ein verdienter Titel. Ich war Teil eines Programms, durch das die UC aus einem ihrer besten Taktiker eine neue Generation von militärischen Planern erschaffen wollten. Die Führung des UC-Militärs über Generationen hinweg sichern. Dieser Ve Victis muss ein beeindruckender Commander gewesen sein, wenn die UC ihn klonen wollen. Er hätte dir gesagt, dass er einer der ganz Großen war. Was aber letztlich wenig geholfen hat. Mein Original, mein Vater, wurde für seine Taten während des Kriegs hingerichtet. Er hatte für viele Tote gesorgt, auf beiden Seiten. Freestar Collective und UC. Militär. Und Zivilisten. Seine Taten sind einer der Gründe, warum die UC und das Freestar Collective heutzutage nicht gerade gut aufeinander zu sprechen sind. Meine Anwesenheit hier könnte zu einem Hindernis in dieser Sache werden. Ich dachte, das solltest du wissen. Wow, ich dachte, meine Familie wäre kompliziert. Ja, komplizierte Familien sind definitiv eines meiner speziellen Fachgebiete. Wo wir gerade einen Augenblick haben, sollten wir sonst noch etwas besprechen? Diese ganze Sache muss dich doch ziemlich überrumpelt haben.
Oder wenn du noch etwas zu erledigen hast, dann könntest du das jetzt tun. Es ist schwer zu sagen, wie lange das Kabinett uns warten lassen wird. Ich habe keine Fragen. Nein. Dann ist es wohl nur eine Frage der... Die Kabinettssitzung beginnt in Kürze. Alle Parteien werden in den Kabinettssaal gebeten. Es ist wohl soweit. Es geht los. Genau, es ist nämlich soweit, denn wir machen jetzt hier an dieser Stelle einen klitzekleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis denn.